So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino-WhatsApp-Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp-Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi. So, herzlich willkommen auf meinem verlausten Kanal. Heute geht es hier nochmal weiter mit Madcast. 23,60 € auf 20 Cent kostet hier die Reise ins Spiel. Dann nehmen wir mal ein bisschen Gas. Letztes Mal schon angezockt gehabt. Ich hoffe mal, dass es dem einen oder anderen schon noch gefallen hat. Dann mal so die Session. Und drehe jetzt mal weiter. Haben wir 2,25 € im Spiel. Da schauen wir mal. Mal 5 wird schön aufgebessert. Das sind 125, okay. War aber kurz und schmerzlos hier. Eine WC-Runde am Anfang, auch nicht schlecht. Fertig hier. Mit einem Spiel. Wieder wurde immer. Ziehen. Oh, rechts vorgeprescht, aber uninteressant. Auch noch was vom Ziel. Und gar nichts, ey. Eng geblieben hier. Ende im Gelände. Schon wieder eine WC-Runde. Hammer, ey. Was ein mieser Start. Kann aber nur noch besser werden. Hinter den Reifen 75, okay. Ja, wie gesagt, wenn ein Fahrzeug hier drüber geht, dann kriegt man ein Freispiel noch dazu. Ich habe nicht viel zu erklären. Ja, dann kommt der Multiplikator auch ins Spiel. Aber ihr seht gleich selber, was hier so passiert. Im Großen und Ganzen einfach ein relativ einfaches Spiel. So vom Ablauf her schön gemacht. Gegen Verlängerung, wie man gerade sieht. Da ist jetzt ein Müll noch drüber, aber da wird nicht mehr viel passieren. Der 10er zieht auch noch drüber. Zieht auch noch drüber. Aber alles klar. Ich kann mal sagen, so 50-100 fängt die Party erstmal an. Wir machen den Einsatz hier. Wir haben ein paar schmutzige Runden. Aber wir ziehen hier natürlich weiter. So. Schwache Fahrzeuge und am Start von den Zahlen her. 25 ist schon. Oh, da haben wir einen Bonuswagen, der jetzt verteilt dann ordentlich. Wenn der natürlich über die Ziellinie geht, ist auch Ende mit dem Verteilen. So, hoffen wir mal, dass der nicht so große Zahlen hat. Wenn man hier gerade sieht, sieht man, dass er noch verteilt. Aber kleines Gemüse. Kann man schön sehen. Es ist er weg. Das heißt, er verzahlt auch nicht mehr.
die Runde ist auch tot. Sieht man schon mal ein bisschen vorab. Zack, Dörmer. Die letzte Runde hier im Spiel. Hier wäre nichts mehr. Ja, wir hier schon gesehen. Ja. Hier ist eine andere Geschichte wie Fett Banker. Hier gibt es keinen Bonuswagen, der vorbeifährt. Hier ist wirklich Ende im Gelände. So, schauen wir mal, dass jetzt ein paar andere Fahrzeuge hier angeboten werden. Ein neues, hier muss ich schon sagen, 25er da unten. Auch eigentlich recht schwach. So, dann sieht man gerade die Mitte. Alle Fahrzeuge werden dann auf, ja, auf die gleiche Ebene geschoben, wie man gerade sieht. Echt praktisch die Geschichte. Das sieht man eigentlich recht selten. Warum beißt sich das mal drüber? Aber das ist alles viel, viel zu klein. Zwei. Auch drüber. Ja. Haben wir noch die 100 im Spiel, aber ich glaube nicht, dass er die da noch rüber schiebt. Oh, die 25 prescht auch vor. Und. Oh, 25. Den hat er auch noch rechts aufgepimpt. 100. Leider Ende. Ja, da kamen gerade die Großen, aber da hat er doch noch abgewickelt. Und ja. Selber gesehen ist nicht viel gelaufen. Ja, gibt es natürlich auch erweiterte Spins in dem Spiel. Und ja. Aber lohnt sich nicht unbedingt. Ist eine andere Geschichte wie bei Fat Banker. Diese erweiterten Spins sind also, finde ich, nicht so interessant. Wir haben auch kleines Zeug hier im Angebot. Oh, mal 50 habe ich gerade gesehen. Also es ist sogar möglich, einen Multiplikator mal 50 zu haben. Ich weiß nicht, ob mal 100 auch gibt hier. Mal 50 habe ich doch noch nicht gesehen. Ich habe so gerade gesehen, dass er da oben so weitergedreht hat. Finde ich sehr interessant. Kommt, ziehen noch wenigstens die 100 drüber. Jawohl. Pimpt dann auf 150, aber bringt nicht mehr viel. Ende im Gelände. Naja. Achso, es gibt noch vielleicht dreimal grün, dann fahren alle Fahrzeuge die Ziellinie. Bei dreimal rot bleibt es dabei. Ähnlich wie bei Fett Banker der Bonuswagen. Okay, ein bisschen Gewinn gemacht, aber nicht allzu viel passiert. Ja, gestern hat mich ein Abonnent wieder gefragt, okay, wo kann man denn mehr gewinnen und was ist lukrativer? Welche Art zu spielen? In der Spielo, Casino, staatliche oder online? Allermeisten kann man gewinnen natürlich online, ganz klar. Wenn man es jetzt vergleicht mit 20 Cent oder so, Beispiel jetzt hier, kann ich durchaus in einigen Spielen ein paar tausend Euro gewinnen. In der Spielo ist das also schon begrenzt, sagen wir mal so. Aber man kann das eine mit dem anderen natürlich nicht vergleichen. Man hat natürlich auch in der Spielothek dann hier die Buchungszeiten. Und das hat man hier natürlich auch nicht. Deswegen kriegt man schon meistens, wenn man mal Verlust hat, schneller seinen Verlust hier online natürlich auch wieder raus.
und kann durchaus ja mal größere Gewinne erlangen, die durch, wie soll man sagen, auch mal ein paar tausend Euro betragen können. Und das ist natürlich in der Spielung nicht möglich. Also muss ich schon 1 Euro, 2 Euro spielen, um da mal auf ein paar tausend Euro zu kommen. Das ist auch recht selten mittlerweile. Aber man muss dabei sagen, der Spieler ist natürlich wieder anders. Sie schmeißen 2er rein, kann dann auch abdrücken. Hier ist das alles so ein bisschen virtuell. Und ja, da muss ja jeder das eigene für sich dann finden. Oh, das sieht auch noch drüber. Spielgefühl ist anders, sagen wir mal so. Deswegen gehe ich auch hin und wieder immer noch ganz gerne in die Spiele rein. Aber von den Gewinnern her natürlich ist es hier. Und auch die Vielzahl der Spiele angeboten ist viel, viel größer online. So. Ja, und dann der Vorteil natürlich in der Spielung, wenn ich da was gewinne, kann ich sofort meine Knete mitnehmen. Und hier dauert es dann manchmal so bis so, je nachdem, ja, Höhe des Gewinns, einmal bis zu so 2, 3 Tage, bis man halt hier auszahlen kann. Aber dann ist auch alles in der Form drauf. So, hier sind wir auch schon fast am Ende. Wer geht noch drüber? Das war's. Verdoppelt. Dümpelt alles so ein bisschen vor sich hier hin. Nichts Großes jetzt hier in Anbahnung. Aber schauen wir mal, noch ist die Party nicht vorbei. Ja, Spielbank genau das gleiche wie Spielotheken, muss ich ganz ehrlich sagen. Früher war das mal so, man ist in die Spielbank reingegangen. Da waren die ja noch staatlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch der Fall ist. Gehört, ja. Merkel soll ja auch viel aufgekauft haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt privatisiert wurde, alles, wenn man mal so sagen darf. Aber früher war das so, dann ist man wirklich mal nur noch da losgefahren und kann dann mit 400, 500 zurück. Also meine Erfahrungswerte waren jetzt in den Spielbanken in letzter Zeit. Also ich kann mal nie mit Gewinn raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Auswahl der Spiele, zumindest hier in NRW, die waren, also die Automaten waren schon alle identisch. Also ich habe da wenig Abwechslung gesehen. Hat man viel so diese amerikanischen Geräte gesehen, aber jetzt sieht man natürlich sehr viel Merkur und es sind ja fast immer die gleichen Pakete drauf. Und wenn man da Tizona spielt oder Key of the Nile, was ich da öfters mal gespielt habe, also ich kann da jetzt keinen großen Unterschied sehen, dass man da mehr gewinnt wie in der Spielung. Also Niveau ist aus meiner Sicht schon identisch. Aber ich werde demnächst auch noch mal dahin fahren nach Monheim und kann euch da mal ein bisschen was aufnehmen oder euch selber da mal ein Bild von schaffen. So. Und dann runtergezogen. Super. Also noch 20 Meter gemacht da unten. Ende. Ja. Ja, eine komische Runde. Hier. Oh, die Runde, glaube ich, die ist sehr dünn. Ja, ich düppel hier so ein bisschen hier vor mich hin, wenn ich das mal so sagen darf, hier. Oh, WC-Runde. An manchen Tagen hat man halt so, da passiert gar nichts. Also, man gammelt da so ziemlich aus der gleichen Runde rum. Voll durchgezogen. Aber da war nichts drin in dem Fahrzeug.
weiß nicht, was er hier so im Spiel ist. 5er, 2er, 10er, diese Summen sind alle interessant. Die bringen kein Geld. Da müssen wir mal anders nachgucken. Zieht sofort durch sogar noch und ich kann das sogar noch einlösen. Die letzte Runde und Arschkarte, ne? Ja. Ja. Wir haben jetzt 10 erreicht, ein bisschen mager, aber wir drehen mal weiter. Hier alles kleine Summen in den Fahrzeugen. Das war einiges hier drüber, aber ohne großen Gewinn. Ja, haben wir die drei. Okay, das 5 war da oben. Uninteressant. Ende. Ab in die nächste Session hier rein. Die 50 schon nach vorne. Verlängerung. Ja, und schiebt ein paar andere nach. Die schon ein bisschen interessanter sind. 50 sind auch drüber. So. Oh, eine leere Runde. Und die letzte Runde in dem Spiel im Bettengelände. Ja. Der Rest schimmelte da unten rum noch. So, nehmen wir hier nochmal weiter rein. Okay. Ja, ich denke mal, die 50 wird er schon rüberziehen, aber ist alles zu mager hier. Hier schon mal drüber. Mal 3, okay, 150. Später dazu. Die 150 gammelt da immer noch rum. Letzte Runde. Wahrscheinlich lässt er die noch stehen. Jo, kaum zu glauben, aber schwacher Abgang. Ja, hat man gar nicht für möglich gehalten. Aber doch wahr. So, wir kommen jetzt zum Schluss so langsam. Wir haben hier noch eine Runde und dann muss ich leider Gottes das Ding hier, ja,
cutten beziehungsweise beenden. Meine Aufnahme geht immer bis 22 Minuten, dann ist Ende komischerweise. Und an den neueren Geräten hört man den Ton so schlecht. Ja, dann wünsche ich euch noch, wie gesagt, ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns ja wieder in Form von neuen Videos und in alter Frische. Passt schon auf eure Knete auf, Leute, und wenn ihr da Fragen habt zu den Spielen, schaut gerne mal auf den Link, der unter dem Video gepostet wurde. Dort seht ihr natürlich auch, wo ich spiele. Und ja, dann wünsche ich euch mal viel Glück. Und ja, das war's. Schönes Wochenende, Leute. Ciao.